Bereits auf dem Genfer Autosalon stellte Kia den neuen Niro vor. Heute fahren wir den kleinen Hybrid zum ersten Mal und sind sehr gespannt, ob er das hält, was Kia verspricht. Doch bevor wir auf die Straße gehen, schauen wir uns noch eben das Design an. Mit 4,36 Meter Länge und 1,81 Meter Breite ist der Kia Niro zwar kleiner als der neue Sportage, aber dennoch größer als der neue Seat. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie er von vorne aussieht. Wir haben hier die typische Tigernase von Kia, den typischen Kühlergrill und sehr hoch angesetzte Scheinwerfer, die sich weit in die Fahrzeugseite hineinziehen. Von der Seite fallen zuerst einmal die relativ kurzen Überhänge auf und ganz besonders wichtig fürs Design ist diese leicht ansteigende Schulterlinie und die abfallende Dachlinie, denn die enden in der typischen breiten C-Säule des Kias. Das Ganze gibt dem Fahrzeug von der Seite einen recht kompakten, sehr dynamischen Auftritt. Am Heck des Kia Niro wird die Dachlinie fortgesetzt und abgeschlossen mit diesem schön rausgearbeiteten Dachspoiler. Was sehr auffällt, ist die doch recht breite Kofferraumklappe mit den großen, hoch angesetzten Rückscheinwerfern. Und wie ich finde auch, der hintere Stoßfänger ist auffällig, der ist sehr groß, sehr kantig. Insgesamt betont diese Rückansicht die Breite des Fahrzeugs auch sehr schön. Man sieht gut diese rausgearbeiteten Schultern, die dem ganzen Fahrzeug nochmal ordentlich Dynamik verleihen. Für Vortrieb im Kia Niro sorgt ein 1,6 Liter Benziner Direkteinspritzer mit 105 PS. Es handelt sich um einen Hybrid, also haben wir hier in der Kopplung noch einen 32 kW Elektromotor. Insgesamt gibt das eine Systemleistung von 141 PS und ein maximales Drehmoment von 265 Newtonmetern. Geschaltet wird hier über ein sechsstufiges Direktschaltgetriebe, das extra für den Einsatz im Hybrid optimiert wurde. Der Niro hat nicht nur eine recht breite und große Kofferraumklappe, sondern wie ich finde auch ein recht ansehnliches Kofferraumvolumen. Bei der Normalkonfiguration der Sitze bietet das Fahrzeug hier 427 Liter an. Wenn ich die Rücksitze umklappe, dann steigt das Ganze auf 1425 Liter. Wie ich denke, für diese Fahrzeugkategorie mehr als ausreichend. Aber jetzt wollen wir ihn endlich fahren. Der Kia Niro fährt sich so, wie man es von einem modernen Hybridfahrzeug erwartet. Man merkt eigentlich gar nicht, wenn sich der Antrieb verändert, das heißt, wenn von Verbrennung auf Elektro umgeschaltet wird oder aber beide Aggregate laufen, außer hier und dadurch das geringere Motorengeräusch, nämlich immer dann, wenn der Benziner ausgeschaltet wird. Ansonsten bietet er stets genug Leistung, ist leise, komfortabel und macht einfach Spaß. Auch beim Thema Sicherheit ist der Niro auf dem neuesten Stand. So offeriert Kia zum Beispiel einen sogenannten autonomen Notbremsassistenten, der auch Fußgänger erkennt, oder aber einen aktiven Spurhalteassistenten, der das Fahrzeug einfach auf der Spur hält. Und wie ich finde, ganz wichtig, einen sogenannten Querverkehrswarner, der kümmert sich um das, was hinter mir passiert, wenn ich rückwärts ausparke. Der Innenraum des Kia Niro wirkt insgesamt recht hochwertig. Man findet mittlerweile typisch für Kia sehr viele Soft-Touch-Materialien und auch viel Leder. Es wirkt alles sehr gut, fasst sich alles gut an. Das Cockpit wirkt sehr breit, ist horizontal ausgerichtet und leicht zum Fahrer geneigt, was einfach nochmal so ein bisschen mehr das Gefühl gibt, im Auto zu sitzen. Insgesamt muss ich sagen, ich habe hier recht ordentliche Platzverhältnisse, auch mit meinen 1,95 Meter fühle ich mich sehr wohl und hinter mir kann immer noch jemand recht bequem sitzen. Zum Thema Multimedia, wir haben hier einen bis zu 8 Zoll großen Touchscreen. Dahinter verbirgt sich ein wirklich topmodernes Navigationssystem und haben jetzt mit an Bord Android Auto und auch ab Ende des Jahres Apple CarPlay. Und das heißt, ich kann dann auch mein Smartphone völlig problemlos mit dem Fahrzeug verbinden. Hinzu kommt noch, recht innovativ, aber nicht mehr ganz neu, die Möglichkeit induktiv zu laden und zwar hier unten mit einer Ladeschale. Der Kia Niro kombiniert die guten Eigenschaften eines Crossover mit denen eines modernen Hybridfahrzeugs. Mit unserem Durchschnittsverbrauch von rund 5 Litern hier im Hamburger Stadtverkehr kommen wir dem angegebenen Wert des Herstellers sehr nah. Damit erfüllt der Niro sein wichtigstes Versprechen. Obendrauf gibt es noch die 7 Jahre Garantie vom Hersteller.